Nun ist es schon das zweite Weihnachten in der Pandemie. Wir hatten es uns gewünscht, ja, wir hatten es uns erhofft, dass es anders verlaufen würde. Es ist aber nicht so gekommen. So dramatisch wie die Situation letztes Jahr in den Pflegeeinrichtungen insbesondere gewesen ist, so hatten wir doch die Hoffnung, dass über die Impfkampagne im Laufe des Jahres wir aus der Pandemie herauskommen könnten. Leider ist das nicht eingetreten. Die Impflücken, die wir jetzt haben, sind immer noch viel zu groß. Wir versuchen, mit den Boostern aufzuholen. Wir versuchen, die Delta-Welle zurückzudrängen. Aber es wartet schon eine große, wichtige Welle mit der Omikron-Variante auf uns. Die andauernde Pandemie bedeutet leider auch eine andauernde Belastung für Sie. Ob Sie im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung, in der ambulanten Pflege, im Gesundheitsamt, im Impfzentrum oder in anderen Einrichtungen unseres Gesundheitssystems arbeiten. Ich weiß ganz genau, wie schwer Ihre Arbeit ist und ich weiß auch, was Ihnen gebührt. Mehr als das, was wir derzeit bieten können. Aber lassen Sie mich damit anfangen. Ich möchte Ihnen ausdrücklich, persönlich, ganz herzlich für die geleistete Arbeit danken. Ohne diese Arbeit könnten wir diese Herausforderung nicht bewältigen und ich weiß, was Sie geopfert haben. Wir stecken tief in Ihrer Schuld. Wir, das ist die gesamte Gesellschaft. Wir, das sind allerdings auch die Bundesregierung, das ist das Gesundheitsministerium, das sind die Menschen, die sich Ihnen anvertraut haben, die Menschen, die auf Sie angewiesen sind. Ich weiß, dass die Arbeit, die Sie tätigen, nicht vergleichbar ist mit also Bürojobs. Das ist nicht vergleichbar mit also Jobs, wo man geregelte Arbeitszeiten hat. Sie gehen zum Teil ins Risiko. Sie kennen zum Teil nicht die üblichen Feiertage. Sie machen dort Dienst. Sehr häufig müssen Familie und Freunde auf Sie verzichten. Diese Arbeitsbelastungen sind außerordentlich und werden von mir wahrgenommen. Ich werde alles tun, was ich kann, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich weiß, dass Sie zum Teil auch Ihre eigene Gesundheit gefährden und dass hier Enormes abgeleistet wird. Das bleibt nicht unbeobachtet. Sie verdienen Respekt und Bewunderung und ohne Sie wären die Herausforderungen nicht zu leisten. Ich wünsche Ihnen dennoch für die jetzt kommenden Tage ein paar Momente der Ruhe, ein paar schöne Tage mit Freunden und mit der Familie. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und vor allen Dingen, ich wünsche Ihnen Gesundheit. Gesundheit auch also in den jetzt vor uns liegenden Monaten. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser Pandemie gemeinsam herauskommen. Wir haben noch viel vor uns. Wir brauchen Kraft. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen ein frohes Fest.